Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator. In der letzten Folge sind wir hier nach Stockholm gefahren. Einmal Richtung Schweden. Und wir bräuchten unter anderem einen neuen Auftrag. Und ja, man sieht auf jeden Fall hier, Schweden ist auf alle Fälle einiges, was noch zu befahren ist. Was man auf jeden Fall auch fahren könnte. Und wir nehmen auch mal den Auftrag. Was kriegen wir denn so alles in Stockholm? Wir könnten nach Helsinki fahren. Das wäre eine Maßnahme. Dann würden wir die Strecke mehr oder weniger wieder zurückfahren. Gotka wäre ein bisschen weiter. Ja, da bleibt finanziell nichts bei über. Turku bleibt eigentlich auch nichts bei über. Das sind alles nur Fährenfahrten. Ja, und da kommt stundenmäßig pro Kilometer nichts zusammen. Ich würde dann mal sagen, Hauptstadt zu Hauptstadt. Ich glaube, das sollte mit am besten passen. Warte. Du beabsichtigst, einen Schwertransport zu übernehmen. Wirf einen Blick auf die momentane Ausführung deines LKW. Um sicher zu sein, dass er die Aufgabe bewältigt. Ja, das wird schon passen. So, gibt es sonst noch irgendwie direkt Fragezeichen, wo wir unbedingt vorbeifahren müssen? Ja, würde ich glaube ich sogar einmal eben vorbeifahren, dass wir den LKW-Händler hier auch haben. Wenn wir schon hier sind. So. Aufträge. Dann fahren wir mal mit 28 Tonnen nach Helsinki. Ja, ich würde gerne fortfahren. So, wo ist der Sattelauflieger? Der ist hier hinten. So. Hängen wir das gute Stück mal an. Fahren mal eben kurz an dem Fragezeichen vorbei. Ich möchte nämlich gerne den LKW-Händler gerne auch noch haben. Also normal sollte das ein Volvo-Händler sein, würde ich behaupten. Würde zumindest am besten passen. Ah ne, warte, wir müssen. Ja doch, wir müssen hier rechts, dass wir da zum LKW-Händler kommen. Rechts und daraufhin gleich direkt wieder sofort links. Jetzt kann uns eigentlich nur noch die Ampelschaltung aufhalten. Einmal rein in die Kreuzung. Einmal hier rum. Und dann gleich einmal eben kurz nach rechts fahren. Da hätten wir einen LKW-Händler und dann können wir auch richtig loslegen. Natürlich die Steigung hier vorne, das wird natürlich noch ganz interessant. Also ich glaube, das wird die größte Herausforderung, hätte ich fast gesagt. Ein Scania-Händler. Ja gut, das würde auch passt eigentlich auch ganz gut. Dann fahren wir mal aufs Gelände vom Händler, wenn es geht zumindest. Dass wir vielleicht noch einmal eben drehen. Einmal hier rein, vielleicht ein bisschen hier rum, dass der Zaun noch einigermaßen heile bleibt. Und natürlich seit eine Sackgasse.
Aber hier sollte genug Platz sein zum Drehen. Dann drehen wir einmal. Lassen den LKW da vorne mal vor. Da wollen wir jetzt nämlich nicht unbedingt gerne reinfahren, weil das ist ein Gefahrguttransport. Gut zu erkennen an der orangen Plakette da vorne. Also an dem orangen Schild. So, und dann geht's jetzt mal auf die Autobahn. So, einmal durch den Kreisverkehr. Und dann gleich bei dem Kreisverkehr die erste sofort rechts, dass wir auf die Autobahn kommen. Macht's wie Niederländer, erst blinken und dann in den Kreisverkehr fahren. Wird zwar in der Fahrschule einem versucht immer abzugewöhnen, aber vom Prinzip her ist das eigentlich eine ganz schlaue Maßnahme, weil dann weiß der nachfolgende Verkehr auch direkt, wo willst du eigentlich überhaupt hin. Und mal gucken, ob ich das jetzt bereuen werde, dass ich hier den Schwertransport angenommen habe. Gut, wir können halt leider keinen Schwung aufbauen, das ist vielleicht das größte Problem, aber ansonsten sollte das ganz gut passen. Oh, eigentlich hätte man jetzt auch zum Händler eben fahren müssen und um ein paar Randalleuchten sich organisieren. Also es müsste, glaube ich, welche im Spiel geben, also würde mich wundern, wenn nicht. Die würden vielleicht noch fehlen, dann müssen wir nochmal gucken. Also wenn wir irgendwann mal in Helsinki angekommen sind, so in gefühlt 3 Folgen oder so, dann müssen wir das auf jeden Fall nochmal machen. Da würde sich, finde ich, ganz gut anbieten. Ist zwar nur irgend so ein kleines Detail, aber macht doch ein bisschen was aus, würde ich mal behaupten. Aber gut. Dann geben wir mal jetzt richtig Gas. Schön ist ja, vom Gelände her ging das ja noch einigermaßen. Da ist man mit uns hier relativ dankbar. Aber gut. Die Zweifel sind natürlich immer da. Ob das jetzt eine so gute Entscheidung war, das steht natürlich aus. Da müssten wir noch ein bisschen Geduld zeigen. Aber es hat zumindest den Vorteil, wenn wir irgendwo hochfahren, wo wir runter müssen, ich kann auch mal das Gaspedal durchdrücken, ohne zu schnell zu sein. Also von daher, es hat eigentlich auch irgendwo seine Vorzüge. So, dann fahren wir hier mal links. Und müssten uns, glaube ich, an der rechten Spur orientieren, sagt uns, glaube ich, zumindest das Navi. Hätte ich wahrscheinlich sowieso gemacht, wobei das kann auch, jetzt bin ich gerade überlegen. Ich weiß, ich bin hier erst in der letzten Folge vorbeigefahren. Das ist jetzt, stand jetzt nicht mal 10 Minuten her und ich weiß jetzt schon nicht mal, wie die Straße hier aussah. Normalerweise ist es die ganze Zeit zweispurig gewesen. Und eine Baustelle habe ich nicht gesehen, also von daher, ah ja, das war das. Habe ich ja drüber geredet, wie sinnvoller es gewesen wäre, wenn man hätte bei den deutschen Autobahnen mehr Platz eingeplant, dass man in der Mitte die Stromtrassen durchlegt. So war das. Ich sag mal so, dann hättest du mit weniger Umweltaktivisten Probleme, weil irgendwo eine Stromtrasse durch den Wald geht.
Ist immer eine Sache, wie plant man? Die Baustelle war aber noch nicht da. Aber im Baggerlader, da haben sie sich auch einiges vorgenommen. Also ich glaube, die Baustelle könnte ein bisschen länger dauern. Oder die erledigen auch nur irgendeine Kleinigkeit. Dann passt es vielleicht sogar schon wieder. Dann reicht der Baggerlader aus. Aber noch glaube ich nicht so wirklich dran. Ach ja, ist das nicht schön hier auf der Autobahn? Okay. Wir wechseln auf eine einzelne Spur. Dann wollen wir das auch machen. Aber immerhin hat man die 80 km/h beibehalten. Schade. Aber gut, ich glaube, hier kommt gleich ein Berg. Da wird das dann sowieso so eine Sache sein. Ob wir da überhaupt mit Vollgas fahren können. Okay, auf 50 runter. Wegen Kreisverkehr. Gut, dann fahren wir hier einmal relativ zügig durch. Da hinten wäre noch ein LKW, an dem kann man sich geschwindigkeitstechnisch ein bisschen orientieren. Weil überholen brauchen wir mit dem Ding hier auf alle Fälle nicht, das wird nix. Da rennt uns der Rest immer nur davon. Abgesehen davon, irgendwo stand hier auch ein Schild von wegen Überholverbot. Nur so nebenbei. Aber schön zu sehen, dass wir auch so schnell wieder in Finnland angekommen sind. Ich hätte versagt, unsere ganze Skandinavien-Umrundung, die verschiebt sich jetzt ein bisschen. Oder läuft jetzt in die andere Richtung. Ah, okay, da hinten ist die Einfahrt. Ich hatte kurz mich erschreckt gehabt. Habe ich jetzt ernsthaft die Einfahrt verpasst? Gut, das wäre für mich nicht ganz so untypisch, aber ja, ist halt auch ein bisschen ärgerlich, wenn man dann auf einmal dann eine Stunde länger unterwegs ist, wenn man sich verfahren hat. Guten Tag, da sind wir wieder. In Finnland war es doch schöner. So, dann fahren wir hier hinten irgendwo mal drauf. Sehr schön. So, wo müssten wir hin? Also da brauchen wir auf jeden Fall nicht hin. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Wir müssen nach da hin. Aufbrechen. Fahrtdauer 9 Stunden. Und es ist schon wieder dunkel, duster. Bin ich jetzt nicht ganz so angetan von, aber gut. Da werden wir, denke ich, schon noch irgendwie mit fertig. Dafür ist Nantali auf alle Fälle ein wunderschöner Ort hier. So, und irgendwo hier ist eine Ausfahrt, glaube ich, laut Navi. Ich weiß, hier dürfen wir eigentlich, glaube ich, nicht raus über die über diese Einfahrt, aber die andere habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden. Wobei kann nur sein, dass die sogar tatsächlich gemeint war. Dass ich jetzt den Pfeil unten auf der Straße falsch interpretiert habe.
Das könnte vielleicht sein, dass ich einfach nur den Fall ein bisschen falsch interpretiert habe. Aber gut, wir fahren hier einfach mal weiter. Mit gemütlich 50 km/h. Ne, warte, noch eine Straße weiter. So, hier hinten ist die Autobahn. Erstmal Richtung Turku und danach weiter Richtung Helsinki. Aber momentan hat es der Mercedes eigentlich ganz gut geschafft, 28 Tonnen zu bewegen, also das finde ich mir schon mal nicht schlecht. Also das ist eine beachtliche Leistung, das muss man auch mal würdigen gegenüber dem LKW. Aber gut, ist halt auch das stärkste Zugpferd auf dem Betriebsgelände. Ah, das ist jetzt auch das Schöne. Solange hier Spiegelei gilt, dürfen wir jetzt. Wie? Ah, ich habe mich schon gewundert, warum das auf einmal so duster die ganze Zeit ist. Also 720 Euro, die hätten wir uns jetzt sparen können. Aber womit hätte man rechnen können, dass er das Spiel das Licht von sich aus wieder ausschaltet? Ja, ich gebe zu, ich bin bis dato noch nie allzu oft Fähre hier gefahren. Aber Pascal B. hat richtig Geld reingeholt. 2300 Euro. Also das lässt sich schon sehen, wenn solche Summen zusammenkommen. So, ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann sind wir auf den letzten Kilometern Richtung Helsinki. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.